Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der neuen Sendung Bartsch Direkt. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast hier zu haben, den Sie vermutlich alle kennen. Das ist Hubertus Heil, der im Moment Minister in der Bundesregierung ist. Wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir waren gemeinsam Generalsekretäre, Bundesgeschäftsführer von damals SPD und PDS, später SPD und Linke. Und wir haben uns da manches auch deutliche Duell geliefert. Aber da kommt man sich eben auch näher. Deswegen heute auch das Du zwischen uns beiden. Ich glaube, alles andere wäre jetzt weniger angebracht. Hubertus Heil ist in Hildesheim geboren, also in Niedersachsen. Er ist auch also richtiger Niedersachse mit Leib und Seele, sage ich mal. Aber interessanterweise hast du dann in Potsdam studiert. Wie ist das zufällig, dass du nach Potsdam gekommen bist oder hast du da eine ostdeutsche Komponente entdeckt? Warum hast du in Potsdam studiert, damals Politikwissenschaft und Soziologie? Ich glaube, das hat drei Gründe. Das erste ist, ich bin Jahrgang 72. Das heißt, als die Mauer gefallen ist, war ich so 17, 18. Und da ging auch für mich in Westdeutschland im sogenannten Zonenrandgebiet, hieß das in Niedersachsen, aufgewachsen, eine Welt auf. Und es war spannend. Ich habe 90 viel in Magdeburg abgehangen und habe Volkskammerwahlkampf mit der SPD und Jusos da gemacht. Zweiter Grund war meine Mutter, die kam aus dem Osten, aus Vorpommern, wie du auch. Ist allerdings schon vor Gründung der DDR mit der Familie in alle Welt verstreut worden, auch in den Westen gekommen. Aber der Blick ging immer in den Osten. Und das war für meine Mutter ein hochemotionaler Moment, als die Mauer gefallen ist. Und das Dritte war, dass ein guter Freund von mir aus meiner niedersächsischen Heimatstadt in Peine, der für mich sehr, sehr prägend war, irgendwann nach Brandenburg gekommen ist. Und der hat mich dann irgendwann 1994 gefragt, willst du nicht in Potsdam studieren? Da kannst du auch jobben. Und ja, so kam das. Ich finde, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn man auch in Ostdeutschland studieren kann und da sehr wohl auch zu höchsten Ämtern kommen kann. Das sollten alle sich merken. Es ist eine gute Adresse, nicht nur Potsdam, auch andere Städte mit wunderbaren Universitäten. Du hast eben schon kurz von deiner Mutter gesprochen. Es ist ja interessant, wie ich gelesen habe, du bist mit deinem Bruder zusammen alleinerziehend aufgewachsen, was ja zunächst noch nicht so was Besonderes ist, das gibt es ja reichlich. Hat es dich aber in irgendeiner Weise besonders geprägt, weil alleinerziehend ist ja dann doch in gewisser Hinsicht etwas Besonderes? Ja, also da gibt es immer noch einen Ost-West-Unterschied. Also meine Mutter war voll berufstätig in den 70er Jahren und mein Vater ist irgendwann weggegangen und hat meine Mutter auch mit viel Schulden dagelassen. Und die musste uns da durchbringen. Und im Westen war man als voll berufstätige, alleinerziehende Mutter in den 70er Jahren, gerade wenn man, und das habe ich, eine sehr konservative Verwandtschaft hat, wurde man immer ein bisschen schräg angeguckt. Es gab so Begriffe wie Rabenmutter und Ähnliches. Also ich bin ihr tief, tief dankbar, dass sie uns da durchgebracht hat, mit viel Liebe und wenig Geld. Das hat mich schon sehr persönlich auch geprägt. Sie ist leider 2014 gestorben. Sie wollte im Alter aus Niedersachsen weg wieder in ihre pommersche Heimat. Das habe ich ein bisschen mit verhindert. Sie war sehr, sehr krank und ich habe gesagt, Mutter, ist schön da oben, aber wir kommen da, mein Bruder lebt hier in Berlin, nicht so oft vorbei. Und dann haben wir sie wenigstens nach Falkensee bei Berlin geholt. Und da hatte sie noch ein paar gute Jahre. Mhm. Wobei die vorpommersche Heimat ich ja jedem empfehlen kann, das ist schon absolut ein wunderbares Plätzchen. Sie ist da auch begraben, das war ihr Wunsch. Mhm. Aha, das ist ja auch was, wusste ich gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube ja, dass ein solcher auch familiärer Bezug nur hilfreich sein kann. Und gerade wenn man eben diese Prägung hat, hat man, glaube ich, einen anderen Blick. Hat das auch eine Rolle gespielt? Ich meine, jeder weiß, dass du als Minister, aber auch schon lange davor, sehr engagiert bei diesen Themen bist, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch das Thema Kitas und so weiter. Spielt das alles aus biografischen Gründen eine so zentrale Rolle in deinem politischen Engagement? Ich bin mir als Jugendlicher, als ich angefangen habe, politisch mich zu engagieren, dessen nicht so bewusst geworden. Ich bin 15, 16 angefangen. Ja. Also Schülersprecher meiner Schule, Stadtschülerratssprecher. Es war eine sehr konservative Zeit in Niedersachsen noch, so in den 80er mit Ernst Albrecht als Ministerpräsidenten. Und es war eher Empörung über Verhältnisse. Aber natürlich bin ich von zu Hause geprägt, weil meine Mutter war nicht in der Partei, aber war politisch und hat mich, glaube ich, auch mit ein paar guten Werten mit auf den Weg geschickt. Und das
kam alles so zusammen. Also auch natürlich die familiäre Situation. Meine Mutter kam nicht aus proletarischen Verhältnissen, sondern eher aus großbürgerlichen, aber da kam nach dem Krieg viel zusammen. Mein Vater war eher so ein klassischer 68er und das war die große Liebe. Aber als das zu Ende war, standen wir vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Bin auf so einem Dorf groß geworden und bin dann in so eine klassische Plattenbausiedlung gezogen und habe das erlebt. Und das natürlich prägt einen das. Mhm. Na ja, gut, da ist der Weg zur Sozialdemokratie doch ziemlich logisch, würde ich mal sagen. Alles andere ist dann eine Überraschung, wenn man das erlebt. Interessanterweise, meine Mutter hatte 7 Geschwister und die sind alle Kinder von Großgrundbesitzern gewesen und sehr, sehr konservativ. Und als ich dann mit 15, 16 zu den Jusos kam, gab es ein paar Kommentare. Und der Wesentliche war, das wächst sich aus. Das ist nicht ganz so gelaufen. Nee, das ist dann anders gelaufen. Aber vielleicht haben die heute auch einen anderen Blick darauf, vermute ich zumindest mal. Ich komme noch mal zurück. Du hast dann damals auch nach dem Abitur Zivildienst gemacht. Das ist ja damals auch, war eine gewisse Logik, auch wenn man bei den Jusos war. Wir haben jetzt aber eine völlig andere Situation, ja. Krieg in Europa. Und ich lese heute gelegentlich auch von Bundesministern, sie würden ja nie wieder Zivildienst machen, sondern würden jetzt in jedem Fall zur Bundeswehr gehen. Geht dir das auch so oder bist du immer noch eigentlich ein überzeugter Zivildienstleistender im Geiste? Also es hat mir nicht geschadet. Ich habe viel gelernt, ich habe in Hannover und in meiner Heimatstadt Peine meinen Zivildienst gemacht. Ich habe in jungen Jahren gelernt, mit Schmerz und Tod zusammen zu tun zu haben. Das ist ja einem nicht so nah, wenn man in dem Alter ist. Also es hat mich schon geprägt. Ich habe das nicht freiwillig gemacht. Das war verpflichtend damals, wenn man keinen Wehrdienst gelassen hat. Ich gebe aber zu, dass mich das Thema, seitdem ich im Bundestag bin, das ist 98 passiert, da war ich relativ jung, Zivildienst noch nicht so lange her, sehr geprägt hat, weil ich unmittelbar nachdem Rot-Grün damals gewonnen hatte, nicht damit gerechnet habe, über einen Kampfeinsatz entscheiden zu müssen im Bundestag. Also meine Altersgenossen und Genossen, die Soldaten waren, in einen Einsatz zu schicken. Und das hat mich schon sehr, sehr zerrissen umgetrieben. Ich weiß nicht, ob ich heute, wenn es Wehrdienst noch gäbe und Zivildienst, wieder verweigern würde. Das weiß ich nicht, aber es ist auch eine andere Zeit. Denn ich glaube, wir haben erlebt, dass wir Bundeswehr brauchen, dass es keine Militarisierung von Außenpolitik geben soll, aber dass es Situationen gibt, wo ein Land, das überfallen wird beispielsweise, wie die Ukraine gerade, sich wehren muss. Also, dass wir die Bundeswehr brauchen, da gibt es, glaube ich, gar keinen Dissens, mindestens was den verfassungsmäßigen Auftrag betrifft. Ich will die Frage trotzdem noch mal stellen. Weil es gibt nicht wenige, die sagen, heute würde ich das niemals tun. Das hast du nicht gesagt. Das ist ja schon ein nicht ganz irrelevanter Unterschied, weil ich glaube, das wäre jetzt sehr im Zeitgeist und auch sehr im Mainstream, wenn du auch dieses sagen würdest, das machst du nicht. Auch das ist ja eine Entscheidung, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich mich heute entscheiden würde, ist das eine offene Ansage. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Also ich habe einmal überlegt, ob ich meine alte Verweigerung von damals zurückziehe. Mhm. Allerdings habe ich dann erfahren, dass man dann so einen Operetten, so ein Politiker-Praktikum da machen kann. Ja. Und das wollte ich nicht so, das war nicht meins. Aber wenn andere das machen, ist das vollkommen okay. Nochmal, ich weiß nicht, wie ich mich heute entschieden hätte, aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man selbst Zivildienst geleistet hat in der Bundesregierung oder dann auch im Deutschen Bundestag, der das hier entscheidet, über Auslandseinsätze zu entscheiden. Das ist nicht leicht und ich finde, man darf sich das auch nie leicht machen. Ich glaube, da gibt es sogar bei fast allen Abgeordneten Konsens, dass man sich das nicht leicht macht, dass es dann unterschiedliche Ergebnisse gibt. Das hat auch mit Regierungsverantwortung, Opposition zu tun. Das ist, glaube ich, ziemlich normal. Gehen wir davon mal weg. Du hast ja als, ich glaube, du bist der einzige Minister, der kontinuierlich im Amt geblieben ist, von der Großen Koalition zu heute. Das ist schon was Besonderes. Und du hast die Erfahrung der Großen Koalition. Heute wird ja immer gesagt, heute 3 Parteien. Es waren ja damals auch 3. Das stimmt. Was immer vergessen wird, dass die CSU, wie man jetzt manchmal auch merkt, doch sehr eigenständig ist. Ich will mal die Frage stellen, derzeit ist der Eindruck, ich will es vorsichtig formulieren, dass die Arbeitsweise der Ampel
nicht nur so ist, dass man Beifall klatscht. Bei der Großen Koalition haben viele gesagt, das wird danach in jedem Fall eine Befreiung. Wie ist deine Einschätzung aus heutiger Sicht? Also wenn ich sehe Gasumlage, Heizgesetz, ich könnte viele Stichworte sagen und sage, so geht es bestimmt nicht. Und jetzt habe ich noch nicht mal zur Sache etwas gesagt, sondern vor allen Dingen zur Kommunikation. Wie würdest du die Unterschiede festmachen oder sagst du, naja, Regieren ist immer ein schweres Geschäft und es ist immer mit Auseinandersetzung verbunden? Es ist relativ schwierig, wenn man selbst in der Regierung ist und ich war jetzt ins Wein, sozusagen sich und der eigenen Regierung von Haltungsnoten von außen zu geben. Aber ich kann was zum Das Fall, könnte ich machen, mache ich aber nicht. Ja, das machen Journalisten, das macht Opposition, ja. Ist ja gut. Ja. Aber trotzdem kann ich vergleichen. Und trotz einiger Sachen, die ich ärgerlich finde, vor allen Dingen auch in der Kommunikation, finde ich, ist der Kontrast so, dass ich diese Regierung nicht gegen die Vorgängerregierung tauschen will. Und das nicht nur, weil ich froh bin, dass es einen sozialdemokratischen Kanzler gibt, sondern ganz einfach, weil ich in den letzten Jahren der Merkel-Regierung erlebt habe, dass mein damaliger Koalitionspartner CDU/CSU einfach gar nichts mehr vorhat. Also auch gar nichts mehr. Nicht mal Schlechtes. Und es gibt einen bösen Witz, der heißt, alle sind sauer auf die CDU/CSU, dabei haben sie gar nichts gemacht. Und da ist leider ein bisschen was dran. Jetzt haben wir eine Situation, dass die drei Koalitionspartner alle irgendwie was vorhaben. Es ist nicht immer dasselbe. Und da muss man verhandeln. Und das gehört zur Demokratie. Und wer Fortschritt will, der muss auch Kompromisse machen können. Und wenn man lange in der Opposition war, wie die kleineren Koalitionspartner, fällt das nicht immer leicht. Aber ich glaube, dass am Ende, und das will ich jetzt mal dann doch inhaltlich zur Ehrenrettung dieser Regierung sagen, wir im letzten Jahr in dieser Zeitenwende, in dieser Situation, die vieles verändert hat, mitgeholfen haben, dieses Land durch eine schwierige Zeit zu bringen. Was allerdings auch richtig ist, bei dem, was wir an Aufgaben in diesem Land haben, reicht gutes Krisenmanagement nicht raus. Du erinnerst dich an unsere Debatten, die wir hatten, wie wir Deutschland durch den Winter bringen, ohne russisches Gas. Die Folgen der Inflation, den Arbeitsmarkt, den wir stabilisiert haben, das hat Härten gegeben für viele Menschen und viele verunsichert, aber gemessen an den Befürchtungen, die es im letzten Jahr gab, ist das auf der Habenseite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist die Frage, wie wir das Land erneuern, wie wir es ökologischer machen, wie wir es sozialer machen und wirtschaftlich erfolgreich sind, riesig große Aufgaben. Da muss sich jeder in dieser Regierung auch ein Stück zusammenreißen. Ja, also ich glaube, dass das noch nicht ein ausreichendes Kriterium ist. Die einen wollten gar nichts, jetzt machen wir was. Das führt ja auch, ich will bewusst zurückhaltend formulieren, zu einer gewissen Verunsicherung. Die ist da, die ist auch objektiv. Also die Veränderungen, die wir haben, das will ich sofort zugestehen, hatte noch keine Regierung zu bewältigen wie die jetzige. Das hat auch niemand erwartet und das ist nicht nur der Krieg, der Klimawandel, die Inflation und so weiter. Das sind viele Herausforderungen, die zusammenkommen. Im Ergebnis müssen wir aber konstatieren, und das kann auch einem Sozialdemokraten nicht gefallen, dass die Schere in Deutschland eben doch weiter auseinandergeht. Wir haben also steigende Armut, sagen die Zahlen aus, das ist jetzt nicht meine These. Und wir haben auf der anderen Seite eben Einkommensmillionäre letzte Woche wie noch nie. Ne? Also das wären mehr. Und das ist ein Problem. Und ich finde, dass das ja aus meiner Sicht wenig mit Leistung zu tun hat und dass das ein Teil des Frustes ist. Durch den Winter gebracht, unbestritten, da wird es sicherlich viele geben, die da eine kritische Sicht haben, aber das will ich gar nicht vertiefen. Aber diesen Punkt, dass die Schere auseinandergeht, der ist schlicht Fakt und der ist ein Riesenproblem. Das muss doch auch den Arbeits- und Sozialminister schwer umtreiben. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ein differenziertes Bild auf die Lage. Mhm. Und du erinnerst dich auch, wir hatten in diesem Land auch schon mal Verhältnisse von Massenarbeitslosigkeit. Die haben wir heute in der Form nicht mehr. Es gibt immer noch Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen Langzeitarbeitslosigkeit. Aber wenn ich es mal mit 15, 20 Jahren her vergleiche, war das das größte Problem. Heute haben wir eher mit Arbeits- und Fachkräftemangel in vielen Bereichen zu tun. Und das droht auch zum wirtschaftlichen Problem zu werden. Trotzdem, die Verteilung von Einkommen und Vermögen, die ist über Jahre auseinandergegangen. Und das lässt mich auch nicht ruhen. Ich glaube, ökonomisch gesprochen müssen wir zwei Dinge unterscheiden, wenn man das ändern will. Es gibt einen Unterschied zwischen der Primär- und der Sekundärverteilung. Und das heißt, auseinandergegangen ist die Verteilung von Löhnen und Gewinnen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass etwas, was in Deutschland, in Westdeutschland jedenfalls, bis in die frühen 90er oder auch bis 2000 noch verbreitet war, nämlich, dass es ein hohes Maß an Tarifbindung gab. Und da, wo Tarifverträge sind, sind Lohnentwicklungen in der Regel Arbeitsbedingungen besser zerbrochen ist. Das ist der Grund, warum wir mit dem Mindestlohn gegengesteuert haben. Und das ist der Grund, warum ich
auch mithelfen will, dass es wieder mehr Tarifbindungen gibt, indem wir zum Beispiel öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen geben, die ordentlich nach Tarif bezahlen. Eine zweifelsfrei vernünftige Maßnahme, der Mindestlohn sicherlich eine der sehr vernünftigen Entscheidung, 12 Euro und auch, hast du angekündigt, dass er steigen muss, also all das ist vernünftig. Und ich bin wirklich der Auffassung, ja, Primärverteilung, einverstanden, das sind höhere Löhne, das sind mehr Tarife, da gibt es keinen Dissens. Es ist nur unheimlich schwer und trotzdem muss, man kann bei der Sekundärverteilung nicht sagen, es ist halt so, wie es ist, wir machen im steuerlichen Bereich im Kern nichts. Denn das ist ja, das ist leider so, dass ich hatte hier unlängst, Christian Lindner kann ich übrigens nur empfehlen, auf YouTube ist die Sendung auch anzusehen, der natürlich gesagt hat, was steuerlich alles gemacht wird. Nur ehrlich gesagt ist das nicht das, was wirklich für Einschnitte sorgt. Ich kenne diese Reden von dir aus dem Bundestag. Ist ja alles gut, aber ich wage Widerspruch. Gerne. Also wir sind uns in der Analyse einig. Es geht ums beides, um Primärverteilung, also wie ist das mit Gewinnen und Löhnen. Und wir brauchen auch Sekundärverteilung, deshalb gibt es ja einen Sozialstaat. Und wenn du dir die letzten Jahre anguckst, dann würde ich sagen, der Sozialstaat ist nicht zurückgefahren worden. Das haben wir in früheren Zeiten erlebt. Aber wir haben letztes Jahr beispielsweise mit der Bürgergeldreform, mit der Wohngeldreform, mit der Erhöhung des Kindergeldes eher auch dafür gesorgt, dass es mehr Ausgleich gibt. Ob es ausreicht, darüber kann man streiten. Und ja, wir haben das Ganze und wir müssen dafür sorgen, dass breitere Schultern mehr tragen müssen in dieser Gesellschaft. Wenn man sich überlegt, wer am meisten trägt an Lasten, Steuern und Abgaben, dann ist das tatsächlich die arbeitende Mitte in diesem Land. Und darüber muss man reden, was die richtigen Instrumente sind. Ich will nur ein bisschen dagegen bürsten. Und eins darf uns auch nicht ganz abhanden kommen, nicht um die Risse, die wir in der Gesellschaft haben, zu verkleistern oder schön zu reden. Aber ich habe auch den europäischen Vergleich. Und ich bin im Rat der Europäischen Arbeits- und Sozialministerin und Sozialminister. Und ich kann sagen, dass wir trotz aller Risse einen Sozialstaat haben, der gerade in Krisen jedenfalls Menschen vor dem Ärgsten bewahrt hat. Wir haben den Arbeitsmarkt stabil gehalten. Wir hatten noch nie so viele Menschen in Arbeit wie heute. 46 Millionen Erwerbstätige, das gab es noch nie. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern da hat der Staat mit dem Instrument der Kurzarbeit mitgeholfen, Menschen an Bord zu halten und vor dem Schlimmsten zu sichern. Jetzt geht es schon darum, auch dafür zu sorgen, dass Menschen, die hart arbeiten, du hast ja die Einkommensverhältnisse zu Recht geschildert, von der Arbeit auch über die Runden kommen können. Und da sage ich, wir haben nicht nur den Mindestlohn erhöht und er wird weiter steigen, er ist nicht die Lösung für alles, sondern wir müssen schon dafür sorgen, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber wieder mehr Tarifverträge machen. Das kann der Staat nicht verordnen, aber er kann den Rahmen so setzen, dass das wieder mehr der Fall ist. Du hast eben ein Thema aufgerufen, wenn auch indirekt, das Thema Kinder. Ich glaube, uns beide, wie viele, viele bedrückt, dass wir in unserem reichen Land überhaupt über Kinderarmut reden müssen. Ich finde gut, dass es im Bewusstsein der Menschen ist. Früher haben wir Kinderarmut mit Mali oder Bangladesch verbunden. Das ist heute anders. Ich habe damals, als die Koalition ihren Koalitionsvertrag vorgestellt hat, natürlich vieles kritisch gesehen, aber in besonderer Weise begrüßt, dass die Idee einer Kindergrundsicherung dort drin steht. Jetzt ist fast die Hälfte der Legislatur um. Ich lese immer sehr viel, die wird kommen, höre aber auch, es ist schon so viel getan und jetzt gibt es noch Summe X. Also ich bin wirklich einigermaßen entsetzt. Ich sage das so, dass die Debatte so läuft, wie sie läuft. Denn eigentlich geht es ja um etwas anderes. Es geht um eine qualitative Veränderung, ein System vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und da ist jetzt meine Sorge, warum läuft das so? Kannst du hier nochmal klar sagen, die wird es geben und zwar in der Form, wie Kindergrundsicherung gemeint ist. Nicht in dem Sinne, wir geben nochmal 2 Milliarden, 10 Milliarden oder x Milliarden, darum geht es wirklich nicht, sondern es geht um einen qualitativen Wechsel mit auch der Anforderung, dass man das natürlich administratorisch umsetzen muss, wo ich ja glaube, dass der Bundesarbeitsminister dann etwas damit zu tun haben muss, mindestens die Bundesagentur für Arbeit. Ja, und die Kindergrundsicherung wird kommen. Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. Ich will das ganz kurz erklären, weil du hast vollkommen recht. Es geht erstmal um die Frage, welches Ziel haben wir damit? Zweitens, was sind die Instrumente? Und drittens, welche Finanzgrundlage? Und das Ziel muss ja sein, dass wir dafür sorgen, ich sage es jetzt mal offen, dass Kinder nicht als kleine Langzeitarbeitslose behandelt werden und im Bürgergeld stecken bleiben. Das heißt, es geht im Ziel um zwei Dinge. Dafür zu sorgen, dass Kinder, die armutsgefährdet sind, materiell besser abgesichert sind. Aber das reicht ja nicht, sondern dass sie möglichst, wo immer es geht, eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben bekommen. Es geht also nicht nur um Verteilung von Geld, sondern es geht um bessere Lebenschancen. Und da haben wir ein Problem. Soziale Herkunft entscheidet diesem Land, und das ist
ungerecht, aber es ist auch ökonomisch eine Katastrophe, stärker über die Bildungs- und Lebenschancen von Kindern als Leistung und Talent. Das ist in allen Studien, die wir haben, kein guter Befund. Was ist also das Instrument? Die Kindergrundsicherung muss dafür sorgen, dass Kinder, die in Armutgefährdung oder in Armut aufwachsen, besser materiell abgesichert werden. Es geht also auch um Geld. Was machen wir dafür? Wir haben letztes Jahr eine ganze Menge auf den Weg gebracht, das schon auch auf dem Weg wichtig war. Ein Kindersofortzuschlag auf den Regelsatz. Die Erhöhung auch des Kindergeldes. Der Kinderzuschlag, der ja vor allen Dingen dazu helfen muss, dass alleinerziehende Frauen die Arbeit nicht deshalb in der Grundsicherung kleben. Jetzt ist es so, dass wir in der Bundesregierung federführend, meine Kollegin, die Familienministerin, aber ich bin auch dabei, wir machen das zusammen, dieses System ändern. Ich mache es mal praktisch. Es gibt in Deutschland in vielen Bereichen Leistungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche, die nie ankommen, obwohl es sie gibt. Kinderzuschlag 33%. Warum ist eine Antragsleistung? Weiß keiner, findet keiner. Und das Ziel muss sein, dass die Kinder zu ihrem Recht kommen. Und das ist administrativ herausfordernd, weil wir so viele Systeme zusammenführen müssen. Und ja, es wird auch zusätzliches Geld kosten. Und das müssen wir mit dem Finanzminister besprechen. Ich sage trotzdem, es ist nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern wir haben eine Arbeitsgruppe zwischen Ministerien, an denen wir arbeiten, damit das kommt. Und es wird in dieser Legislaturperiode kommen. Ich habe da nicht so laute Interviews zugegeben, weil meine Methode ist, laut werden kann man, wenn man was liefert. Aber es ist nicht mehr weit und wir sind da wirklich trotz einem Gefuchtel, dass da manche an den Tag legen, in ganz guten Gesprächen der Bundesregierung. Also du kannst das ja messen, weil die Sendung ist ja im Archiv dann auch zu finden. Ich bin mir sicher, wir werden das schaffen. Also natürlich ist das im Archiv zu finden und ich höre das ja immer wieder, dass es das geben wird. Ich sehe nur anhand der Fakten. Du hast auch darauf verwiesen, das und das ist geschehen. Das sind Geldleistungen, das sind Sozialleistungen, das ist unbestritten, das ist auch anzuerkennen. Ob das ausreichend ist, darüber will ich gar nicht streiten. Fakt ist, das alles ist nicht eine Kindergrundsicherung. Eine Kindergrundsicherung ist ein anderes System, was administriert werden muss. Ja. Und zwar in ganz Deutschland. Das ist auch nicht, selbst wenn im Deutschen Bundestag ein Gesetz entschieden werden sollte, das den Namen verdient, Kindergrundsicherung, ist es damit noch lange nicht der Staat für eine Kindergrundsicherung. Deshalb meine Skepsis, dass es in irgendeiner Weise in dieser Legislaturperiode sein könnte, dass wirklich das System vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Du hast alle Begründungen gesagt, dass die Leistungen, die es gibt, zu wenig ankommen. Das ist x-mal im Bundestag besprochen worden. Das hat mit Anträgen, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber das zu leisten, erfordert meines Erachtens mehr als eine Arbeitsgruppe. Nee, na klar, es geht nicht um, wenn keiner wieder weiter weiß, gründen wir einen Arbeitskreis. Ja. Und die hat ja ein Ziel. Ja. Und ich will noch mal an eins erinnern, weil unser Gedächtnis wird ja, ich verstehe, dass eine Opposition sagt, immer reicht nicht, ist zu wenig, gerade wenn sie von links kommt. Aber ich will jetzt einmal für Fairness bitten. Wir haben letztes Jahr trotz der gesamten Krise ja nicht nur Krisenmanagement gemacht, sondern durchaus auch ein paar Dinge systemisch für die Ewigkeit verändert. Dazu gehört die größte Wohngeldreform, die es je gegeben hat. Und es gehört auch die Einführung des Bürgergelds. Das war ein langer Kampf, zu sagen, wir brauchen da ein neues System. So, und jetzt kommt die Kindergrundsicherung. Das ist ein Flaggschiff dieser Regierung. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, wir haben letztes Jahr alles gemacht und jetzt muss man es nur irgendwie zusammenfassen, sondern es geht schon um ein neues System. Aber jeder, der sich auskennt, und das ist, glaube ich, etwas, was man Bürgerinnen und Bürgern auch zumuten können muss, bei aller Ungeduld, die ich verstehe. Es reicht in der Politik nicht, eine gute Idee zu haben. Es reicht nicht mal, eine Mehrheit zu haben. Mhm. Sondern man muss auch dafür sorgen, dass das funktioniert, dass es im Lebensalltag von Menschen ankommt. Und das ist im Bundestag, wenn wir als Parlamentarier miteinander reden, nicht immer Hauptgegenstand. Aber für ein Regierungsmitglied ist es meine Verantwortung, dass wir ein System schaffen, das auch in der Praxis funktioniert. Das hat mit verschiedensten Stellen zu tun, nicht nur mit der Bundesagentur für Arbeit in der Familienkasse beispielsweise, weil die Leistungen heute so zerstreut sind. Und ich will, dass am Ende des Tages, wo immer es geht, Menschen zu ihrem Recht kommen, vor allen Dingen Kinder, und sich nicht mit tonnenweise Papier irgendwo anstellen müssen. Das muss der Grundsatz sein. Und wer das richtig hinkriegen will, der muss hart arbeiten und dann dafür sorgen, dass es auch klappt. Das heißt, wir müssen nicht nur Gesetze machen, wir müssen sie in der Administration mitdenken. Jetzt kommt was Ungewöhnliches für uns beide, die wir keine Leute sind, die in den 90er Jahren geboren sind, sondern ein bisschen davor. Das Neue muss sein, dass ein Gesetz zukünftig nicht erst so läuft, dass man sich ein schönes Gesetz ausdenkt und dann die Umsetzung, sondern wir müssen zum Beispiel die Digitalisierung von Gesetzen
gleich bei Erstellung der Gesetze mitdenken, damit das auch funktioniert und nicht zu noch mehr Bürokratie und schön gemeinten Leistungen führt, die aber nicht bei den Kindern ankommen. Ich wünsche mir, dass das, was du sagst, eintritt, dass wir wirklich eine Kindergrundsicherung, die den Namen verdient, bekommen, dass alles, was verwaltungstechnisch da geleistet werden muss, geleistet werden kann, damit wir dem Ziel, dass wirklich Kinder aus Armut herauskommen, wirklich näher kommen und auf dem Weg dahin. Eins ist nur mir wichtig. Die Tatsache, dass ich jetzt so kalt über Technik und Verwaltung gesprochen habe, soll nicht verwechselt werden mit der Leidenschaft, die ich habe. Nur ich bin wie du Norddeutscher und unsere Leidenschaft ist nicht ganz so brasilianisch im Ausdruck. Ich glaube, das ist, wir sind in der Sache. Ich bin auch der Auffassung, dass die übergroße Mehrheit im Deutschen Bundestag und der Bevölkerung sowieso in dieser Frage einig ist, weil die kleinsten Heranwachsenden, die können auch nichts, wenn sie in Armut groß werden müssen. Die können nichts dafür. Da gibt es schon Konsens. Und gerade deshalb ist das ja so eine gigantische Herausforderung. Also ich meine ja wirklich, das ist die Herausforderung der Koalition, vor allen Dingen in der Umsetzung. Denn politisch das zu postulieren, ist relativ einfach. Das ist das Privileg, wenn man in der Opposition ist. Aber das Konkrete ist dann doch deutlich, deutlich mehr. Hoffen wir, dass das, was du hier gesagt hast, dann Wahrheit wird und weniger das, was der Finanzminister, ein ähnlicher, auf demselben Stuhl gesagt hat, der gesagt hat, wir haben schon viele Leistungen und es kommen noch einige dazu, aber dann reicht es auch. Bin gespannt, wie das sein wird. Koalitionsvertrag kennen wir. Ich komme noch mal zu einem Punkt zurück, den du vorhin gesagt hast, völlig zu Recht, das Thema Tarifverträge. Also wir sehen, dass da, wo Tarife gezahlt werden, sind die Löhne eindeutig höher. Im öffentlichen Dienst wurde unlängst ein vernünftiger Tarifabschluss erzielt, der im Übrigen bei den kommunalen parteiübergreifend nicht nur Beifall findet, das ist so. Wie sieht denn deine Agenda aus, dass wir zu mehr Tarifbindung kommen? Ich habe vernommen bereits, dass du sagst, da, wo öffentliche Aufträge vergeben werden, dann nur noch an Leute mit Tarifbindung. Was ist denn da ansonsten? Weil Politik kann da ja nur begrenzt etwas leisten. Wie ist deine Agenda da? Also vor ein paar Tagen gab es ein historisches Jubiläum. Man muss einmal in die Geschichte gucken, um in die Zukunft gucken zu können. Wir haben den Jahrestag gehabt des 150-jährigen Jubiläums des ersten Flächentarifvertrages in Deutschland. Das waren im 19. Jahrhundert, 1873, die Buchdrucker, also gar nicht so Industrie, sondern Buchdrucker, die sich das erkämpft haben. Und das war die Begründung von langfristig hat man Sozialpartnerschaft genannt. Und das hat jahrelang auch ganz gut funktioniert. Das ist seit Beginn der 90er Jahre zerbrochen. Im Osten aufgrund der Tatsache, dass zum Teil industrielle Kerne weg waren. Von jetzt auf gleich, du hast es ja live und in Farbe erlebt, dass Menschen Arbeit verloren haben, dass wir dann eine recht kleinteilige Wirtschaft haben. Und da ist der Organisationsgrad nicht so. Aber es hat leider auf den Westen übergegriffen und inzwischen sind noch 52% der Beschäftigten unter dem Dach eines Tarifvertrags. Das ist die Lage. Was ist zu tun und was tun wir? Wir, meine ich, Wirtschaft, Gewerkschaften und Staat. Es geht um alle drei, die was tun müssen. Die Gewerkschaften müssen natürlich stärker um Mitglieder werben. Das gelingt interessanterweise gerade in der aktuellen Situation offensichtlich wieder ein Stück besser. Also Verdi macht ja nicht nur öffentlichen Dienst, hat in den letzten Monaten 90.000 neue Mitglieder. Das würden sich manche Parteien ja wünschen. Das stimmt. Das ist der eine Part und Sie müssen natürlich die Flexibilität nutzen, weil das auch eine staatsentlastende Funktion hat, dass wir nicht alles über Gesetz regeln, sondern dass Arbeitgeber und Gewerkschaften was ausarbeiten. Mein Eindruck übrigens im Osten ist, dass es ein neues Selbstbewusstsein ostdeutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute gibt. Warum? Weil es nicht die Angst der 90er ist, die Druck gemacht hat, die Arbeit zu verlieren, sondern weil Arbeits- und Fachkräftemangel schon dazu führen, dass Menschen sagen, Mensch, jetzt sind wir auch mal dran. Denn wer uns haben will, der muss uns anständig bezahlen und behandeln. Das ist die Gewerkschaftsseite. Die Arbeitgeber müssen, glaube ich, erkennen, dass wenn es in dieser Wandel der Arbeitsgesellschaft von Digitalisierung und Umbau der Industriegesellschaft, die ja beschleunigt ist, zu Verwerfungen kommt sozialen, der Ruf nach dem Staat, wie Mindestlohn zu machen, sehr hoch sein wird. Und das ist besser, wenn man den Wandel aushandelt. Das ist übrigens auch wirtschaftlich vernünftig. Aber auch der Staat hat eine Verantwortung. Nach unserem Grundgesetz können wir keine Tarifverträge machen. Artikel 9. Man darf es, Gewerkschaft, Arbeitgeberverband, aber der Staat darf nicht eingreifen, Tarifautonomie. Aber wir müssen einen Anreiz setzen. Und das, was wir machen, ist dreierlei jetzt in einem Gesetz, was kommen wird in diesem Sommer. Erstens, das habe ich gesagt, wir werden öffentliche Aufträge des Bundes, und das ist milliardenschwer, nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das ist übrigens auch fair für die anständigen Unternehmer, die ihre Leute gut bezahlen und behandeln, dass sie im Wettbewerb nicht benachteiligt sind. Das Zweite ist, wir schaffen ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften, für Unternehmen.
Die dürfen heute aus der analogen Welt ans schwarze Brett, um für sich zu werben, das ist ihr Recht. Aber das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, sondern die dürfen dann auch auf die Plattform. Das Dritte ist, wir machen eine Regelung gegen Tarifflucht. Wir haben nämlich auch Unternehmen, bei denen der Eigentümer zwar derselbe ist, aber um sich vom Tarifvertrag zu entledigen, sich durch Ausgründung ummacht. Das wird zukünftig eine Fortgeltung der Tarifverträge geben. Das ist nicht perfekt, aber es sind drei konkrete Anreize dafür, dass wir wieder mehr Tarifbindung in Deutschland haben. Jede Regelung, die zu mehr Tarifverträgen führt, ist letztlich zu begrüßen, weil das eben zu der allerersten Frage Zusammenhalt wieder führt. Das Verrückte ist, Dietmar, dass wir in der Krise letzten Jahres, als Olaf Scholz diese konzertierte Aktion ausgerufen hat, also Wirtschaft, Gewerkschaft und Staat an einen Tisch, dass wir trotz aller Interessenunterschiede ein paar Lösungen gefunden haben. Sonst hätte es keine Gaspreisbremse gegeben. Sonst hätte es nicht die Möglichkeit gegeben, jetzt in Tarifverträgen bei Einmalzahlungen, die von sozialen Versicherungen und Steuern zu befreien bis zu 3.000 Euro. Das heißt, in der Krise, wenn es drauf ankommt, dann scheint es in Deutschland auch eine Besinnung zu geben. Die Frage ist, kriegen wir das eigentlich auch in guten Zeiten hin oder gehen dann alle wieder in die Schützengräben? Haben wir denn jetzt gute Zeiten gerade? Ich glaube, nein, aber wir haben ja konjunkturell, das stimmt, nochmal, also gemessen an den Ängsten der Corona-Pandemie, was die wirtschaftliche Lage betrifft. Und das war schon die tiefste Wirtschaftskrise unserer Generation. Und dann nach dem russischen Angriffskrieg, die Folgen, die wir hatten, wo die ganze Energieversorgung dieses Landes im Feuer stand, sind die wirtschaftlichen Aussichten nicht rosig, weltwirtschaftlich, aber besser als vor einem Jahr. Ja, im europäischen Vergleich, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir dieses, eins ist sicherlich richtig, wir sind durch den Winter gekommen, durch eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung vieler. Trotzdem gibt es auch bis heute ganz, ganz viele Menschen, die natürlich einfach Angst haben. Absolut. Wir haben über Vorpommern kurz gesprochen. Ja. Da sind natürlich manche Dinge, wir verstehen manch Gesetz schon gerade so. Aber dort ist das einfach unverständlich. Kein Widerspruch. Ich will jetzt nicht auf konkrete Dinge kommen. Ich ahne, was du meinst. Da gibt's einfach Angst. Da gibt's einfach Angst und diese Angst ist ganz gefährlich. Die ist ganz gefährlich. Ich will ein vorletztes Thema noch mal ansprechen. Wir haben ja unlängst von der OECD Zahlen gehört, dass in Deutschland die Steuern und Abgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichsweise hoch sind. Nun muss man sagen, die Steuern und Abgaben sind dann eben auch wiederum ja ein Teil von Staatsleistungen. Wir lassen mal diese Vermögensbesteuerung jetzt geflissentlich weg. Trotzdem haben wir eine Situation, dass viele Menschen auch mit den Leistungen des Staates, auch im Abgabensystem, durchaus unzufrieden ist. Kannst du mal erklären, ich nehme jetzt den Bereich Rente, um auch noch dieses Thema einmal anzusprechen. Warum sind die durchschnittlichen Renten in einem Land wie Österreich, was ja durchaus vergleichbar ist, eben um so viel höher, also die berühmten 800 Euro, als in Deutschland? Was können wir machen, dass wir da hinkommen? Also erstens, ich weiß, dass der Vergleich ungern gehört wird. Und ich kenne auch all die Punkte, auf die müssen wir nicht eingehen, die unterschiedlich sind. Aber was kann man tun, dass wir in diese Richtung kommen? Zweiteilige Antwort. Das erste ist, ich teile deine Auffassung, dass die Unzufriedenheit von Menschen mit dem, was Staat im Alltag für sie tut, sehr, sehr groß ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Oftmals übrigens gar nicht aufgrund von politischen Entscheidungen auch Demokratieverdruss entsteht, sondern aus Alltagserleben. Ärger mit Ämtern und Behörden, dass man das Gefühl hat, wenn man Hilfe braucht, man wird Ping-Pong zwischen verschiedenen Trägern geführt. Und ich bin stolz auf unseren deutschen Sozialstaat, auch im internationalen Vergleich, aber wenn es zwei Kritiken gibt, die ich gelten lasse, ist erstens, er ist zu nachsorgend. Er ist immer mit viel Geld am Start, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn der Jugendliche keine Ausbildung geschafft hat oder ein Rentner sozusagen nicht über die Runden kommt. Und zweitens, er ist zu bürokratisch. Viele Menschen kommen nicht zu ihrem Recht. Und ich finde, das darf man beides nicht unterschätzen. Deine Frage zielte aber auf den Vergleich der Rentensysteme. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Es gibt auch Dinge, die im österreichischen Recht wir für Deutschland gar nicht haben wollen. Zum Beispiel, dass es keine Kopplung gibt an die allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung. Das wollen wir in Deutschland nicht. Wir gehen da einen anderen Weg. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die man aus Österreich lernen kann. Die erste Grundlage ist in Österreich, und da kommen Arbeitsmarkt und Rente zusammen, ist die Tarifbindung, über die wir gerade gesprochen haben, viel, viel höher. Und Altersarmut ist in der Regel das Ergebnis von Armut im Erwerbsverlauf. Niedrige Löhne, unterbrochene Erwerbszeit. Das heißt, wir müssen am Arbeitsmarkt das Richtige tun, damit es bei der Rente sich auch auszahlt. Das Zweite ist, die große Aufgabe der Rente in Deutschland, das wird auch Österreich betreffen in den nächsten Jahren, ist dafür zu sorgen,
dass das Rentenniveau nicht immer runterbricht. Und dafür werden wir Maßnahmen ergreifen. Ich möchte, dass die gesetzliche Rente stabil bleibt, denn die ist viel, viel besser, als einige Professoren immer erzählt haben. Warum übrigens? Wir haben heute 5 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mehr als vor 10 Jahren von Leuten prognostiziert, die damals ja schon den Untergang der Rente beschrieben haben. Da haben wir ganz großen Konsens. Gesetzliche Rente muss der Stabilitätsanker sein und die ist besser als ihr Ruf. Das ist Fragen, zwei kleine Fragen, die du zu diesem Thema vielleicht kurz beantworten kannst mit einem Ja und einem Nein. Wie findest du denn die Idee, dass wir Abgeordneten auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Also du kennst das, ich weiß, ist gut. Gibt es eine Chance, also dass wir das hinkriegen? Muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin zwar auch Parlamentarier, ich habe eine persönliche Meinung. Aber du findest das? Ich fände das richtig. Es müssen eigentlich die Parlamentarier entscheiden und eine Regierung kann einem Parlament das nicht vorschreiben. Ist okay. Also zwei, die sehr dafür sind, dass Abgeordnete auch in die Gesetze, also ich zahle auch ein, aber ich meine das jetzt nicht freiwillig, sondern anders. Und eine zweite Frage, das Riesenthema der Beamten. Du hattest mal eine Vorgängerin, die sehr wohl diesem sehr offen gegenüberstand und auch gesagt hat, dass es eine noch größere Aufgabe ist als eine Kindergrundsicherung. Auch da nur deine grundsätzliche Position. Ist das perspektivisch vernünftig, im Übrigen ja auch Anlehnung an Österreich, aus einem System? Das ist ein langfristiges Ziel, was ich richtig finde. Aber zwei Dinge. Muss realistisch sein. Es liegt nicht daran, dass im Parlament so viele Beamte sind, dass das noch nicht vorangekommen ist. Das wird immer behauptet. Sondern ich will mal objektiv was sagen. Ja. Also wir werden ein Gesetz machen nach dem Rentenpaket, das jetzt die Rente stabilisiert, das erstmal mithilft, dass Selbstständige perspektivisch auch eine Alterssicherung haben und ins System einbezogen werden. Bei den Beamtinnen und Beamten haben wir als Bund eigentlich gar kein Problem. Das könnte man relativ leicht machen. Aber die meisten Beamtinnen und Beamte sind Teil der Länder und Kommunen, Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel oder in öffentlichen Verwaltungen und Ämtern. Für den Staat auf Landes- und auf kommunaler Ebene ist das, wenn man das macht, erstmal sehr teuer, weil man muss die Arbeitgeberbeiträge zahlen. Langfristig ist es richtig, weil man muss dann die Pensionslast nicht mehr haben. Aber wir reden über gigantische Summen in der Umstellung. Und heute schon kann man entscheiden, verbeamten sie oder nicht, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Ich will nur darauf hinweisen, das Ziel finde ich sympathisch und man muss eins offen leider auch sagen, die demografischen Herausforderungen, also dass wir länger leben und geburtenstarke Jahrgänge, die vor 64 Geborenen jetzt in Rente gehen und danach sind es weniger, löst das Problem nicht, denn jeder, der einzahlt, kriegt auch raus. Das muss man, also deshalb, ich bin für das Ziel, das finde ich sympathisch, aber ich will realistischerweise sagen, es wird ein ganz, ganz langer Umstellungszeitraum, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und es löst nicht die strukturellen Herausforderungen, sondern das geht nur, wenn wir viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in Arbeit haben, zu anständigen Löhnen, die auch einzahlen. Trotzdem gut zu hören, dass auch da die Richtung die sein könnte, dass man langfristig dahin kommt. Also wenn wir über Bürgerversicherung reden, schneller und richtiger finde ich es, das perspektivisch für die Krankenkasse anzugehen. Okay, das wäre noch ein anderes Thema, da müssen wir eine zweite Sendung machen. Ich habe meine vorletzte Frage, die ist relativ einfach auch. Du bist ja gerade 50 geworden und noch eigentlich für Politikerverhältnisse in einem fast jugendlichen Alter. Ach, wie lieb. Ist dann, das ist ja einfach die Wahrheit. Ich verbinde die gleich mit dem, mit der Frage, die natürlich zentral ist. Hast du da auch das Ziel, der 5. sozialdemokratische Kanzler zu werden? Nein. Das weiß ich aus der Hüfte geschossen. Ich mache diesen Job, wie man hoffentlich merkt, sehr, sehr gerne. Das hat Olaf Scholz als Finanzminister auch gesagt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Eins habe ich über die Jahre verloren. Unbedingten Ehrgeiz. Und ehrlich gesagt, ich bewundere die Leute, die sich das zutrauen, die das können, wie Olaf Scholz. Aber ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und deshalb, ich bin gern Arbeitsminister. Das ist ein Mandat nicht für die Ewigkeit, sondern solange ich das darf, werde ich meinen Teil tun und wenn nicht, mache ich was anderes. Aber Kanzler haben wir einen tollen und der bleibt das auch sehr lange. Aber ich habe nicht den Ehrgeiz, das zu werden. Okay, das lassen wir einfach so stehen. Meine abschließende Frage ist die, als Arbeitsminister, als Abgeordneter, Familienvater, alles was dazukommt, natürlich in einer vollen Mühle, hast du trotzdem die Zeit, dass du über Lesen von Büchern nachdenken kannst? Und welches Buch würdest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen? Also ich habe gestern Abend eins gelesen, das würde ich aber nur kleinen Zuschauern empfehlen. Das war nämlich für meine Tochter. Die hat heute übrigens Geburtstag, deshalb mache ich heute mal früher Schluss nach der Sendung. Was ich selbst als letztes gelesen habe und was mich sehr beschäftigt hat, ist Juli C.'s
über Menschen. Das ist ein hochkontroverses Buch. Ja. Aber erstens mag ich, wie sie schreibt. Und zweitens finde ich Bücher, über die man nachdenkt, spannender als Dinge, die, wo man immer gleich nickt. Und das ist ein Buch im weitesten Sinne über Menschen und über Toleranz und ihre Grenzen und wo es wehtut. Also ich kann das nur empfehlen. Da kann ich mich übrigens nur anschließen, diese Empfehlung. Hat auch ein bisschen was mit Ost und West zu tun. Also sehr empfehlenswert und lesenswert. Lieber Hubertus, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Ich hoffe, für Sie war das eine spannende Dreiviertelstunde und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.